Wahrscheinlich ist alles zu schnell gegangen. Wenn man die Folgen für die Umwelt nicht beachtet, dann kann ein Land sich natürlich sehr schnell entwickeln. Das ist so, wie wenn ein Mensch die Augen schließt, sich keine Gedanken über mögliche Gefahren macht und einfach losrennt. So kann er sehr schnell rennen, aber er kann auch sehr schnell stürzen. Das ist unsere momentane Situation. Es könnte gut sein, dass wir stürzen. Liu Jianqiang ist Umweltjournalist, ein in China relativ neuer Job. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden Umweltprobleme einfach totgeschwiegen. Als Chronist der Zerstörung reist Liu durch sein Heimatland. Überall trifft er auf geschundene Natur. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, produziert Güter für den gesamten Erdball und hat darüber seine Umwelt ruiniert. Horror bestimmt die Meldungen. Noch bevor im Frühjahr 2010 eine Ölpest das Gelbe Meer mit einer giftigen schwarzen Schmiere überzog, gehörte das Meereswasser hier zum dreckigsten der Welt. Chinas Flüsse führen immer weniger und immer giftigeres Wasser. 300 Millionen Chinesen haben gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Krebserkrankungen sind in den letzten Jahren um 80% gestiegen. Die Luft in den Städten ist lebensgefährlich. Die Umweltverschmutzung in China ist die schlimmste der ganzen Welt. China ist die Fabrik der Welt und ist ein so riesiges Land zu einem Zeitpunkt, da die Globalisierung schon so weit fortgeschritten ist. Chinas Verschmutzung betrifft die ganze Welt. Die Volksrepublik ist inzwischen das Land, das am meisten Treibhausgase in die Atmosphäre abgibt. Sie ist aber auch ein frühes Opfer des Klimawandels. Im Frühjahr 2010 ließ die schlimmste Dürre seit 100 Jahren 8 Millionen Hektar Ackerfläche verdorren. Der Handlungsbedarf ist auch Chinas Regierung klar. Im Oktober 2010 tagte in Tianjin die erste UN-Klimakonferenz auf chinesischem Boden. Die stolzen Gastgeber präsentierten China als ein Land, das alles tut, um das Klima zu schützen. Allerdings unter einer Bedingung. Die Aufgabe, die Wirtschaft zu entwickeln und den Lebensstandard der Bevölkerung zu erhöhen, ist von äußerster Wichtigkeit. China macht gerade eine rasante Industrialisierung und Urbanisierung durch. Der Energieverbrauch wird weiter steigen. Treibhausgase unter diesen Umständen zu kontrollieren, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Eine Aufgabe, die Ma Xuelu gerne lösen würde. Er lebt den jungen chinesischen Traum von der sauberen Energie. Früher hat Ma in der Regierung gearbeitet und sich um die lokale Industrie gekümmert. Nun ist er in Rente und macht Karriere. In der drittgrößten Solarfabrik Chinas verwirklicht er seine Begeisterung für revolutionäre Technologien. Erdöl, Kohle und Wind sind sehr ungleich verteilt auf der Erde. Die Sonne aber erreicht jeden Winkel der Welt. Sonnenenergie ist eine ganz und gar harmonische Energie. Sie wird keine Konflikte und Kriege auslösen zwischen Ländern und Regionen. Chinas Regierung unterstützt die alternative Energiegewinnung nach Kräften, beschafft billige Grundstücke, besteuert niedrig. Bis 2020 soll der Anteil von Solar-, Wind- und Biomasse am Energiemix verdoppelt werden, auf dann 8%. Schon heute sind 3 der 10 weltgrößten Solarunternehmen chinesisch. Kohle wird zwar noch sehr lange der wichtigste Energielieferant Chinas bleiben, doch bei der Photovoltaik ist viel Raum nach oben. Momentan exportiert Yingli 93% seiner Produktion ins Ausland. Bisher haben wir in China bei unserer Wirtschaftsentwicklung die Umweltkosten nicht in die Unternehmenskosten mit eingerechnet. Das war ein Fehler und muss geändert werden. Die chinesische Regierung plant momentan, eine Umweltsteuer zu erheben. Das ist sehr positiv, finde ich. Das sind sehr verantwortungsvolle Maßnahmen gegenüber der chinesischen Bevölkerung und der ganzen Welt. Da! 6.000 Arbeiter hat Yingli Solar. Und wer neu dazukommen will, muss ein 3-wöchiges Ausbildungsprogramm absolvieren. Kampfkunst gehört dazu. Meister Zhao Dayu trainiert die Pioniere des grünen China in streng militärischem Geiste.
Wir haben ein altes Sprichwort, das besagt, sobald ein Befehl da ist, muss er auch umgesetzt werden. Und zwar schnell. Mit Gewissheit werden die Aufgaben rasch erledigt. So stellt man sich Politik in China vor. Klare Ansagen, klare Hierarchien, schnelle Durchsetzung. Wenn wir über Regierung sprechen, muss uns klar sein, dass die chinesische Regierung viele verschiedene Ebenen hat. Die Zentralregierung macht die Gesetze zum Schutz der Umwelt. Aber die lokalen Regierungen vor Ort setzen diese Gesetze häufig nicht durch. Die schlimmsten Umweltzerstörer in China sind Interessengruppen, die sich aus Lokalregierungen und großen Unternehmen gebildet haben. Sorgenvoll kontrolliert Techniker Wang den Stromverbrauch seines Betriebs. 35% der normalerweise benötigten Energie soll er einsparen, doch er muss bekennen: Wir schaffen momentan höchstens 25%. Einer der drei Luftkompressoren steht still und alle Klimaanlagen sind aus. Dabei ist es heiß in Südchina und die Arbeiter haben viel zu tun. Sie produzieren Innenausstattungen für Züge in aller Welt. In anderen Betrieben geht gleich gar nichts mehr. Mehrere Provinzregierungen haben ihren Fabriken den Strom komplett abgedreht. Für Stunden oder auch für mehrere Tage. Im aktuellen Fünfjahresplan nämlich hat die Zentralregierung klare Umweltziele festgelegt. Fast alle Vorgaben wurden umgesetzt. Nur bei der Energieeffizienz hinkt die Wirklichkeit dem Plan hinterher. Also Strom aus. 2000 Fabriken im ganzen Land, die zu viel Energie verbrauchen und zu viel Dreck ausstoßen, steht sogar die Schließung bevor. Alle Räder stehen still, wenn die Regierung es nur will. Allerdings wäre China nicht China, wenn sich nicht ein Schlupfloch fände. Wer internationale Aufträge und Beziehungen hat, macht sich keine Sorgen um Umweltbestimmungen. In China arbeiten die Regierung und die Unternehmen sehr gut zusammen. Wir denken, unsere lokalen Regierungen kümmern sich mehr um die Unternehmen und unterstützen die Wirtschaft besser, als Regierungen in Europa oder dem Westen das tun. Lokalpolitik und Wirtschaft arbeiten in China Hand in Hand. Das ist gut für die Wirtschaft, die seit Jahren zweistellig wächst, und meistens schlecht für die Umwelt. Aber es geht auch anders. Das zeigt Tangtuo, ein kleines Dorf in der südchinesischen Provinz Zhejiang. Während viele Dörfer unter korrupten Beamten leiden, die sich von Industriellen bestechen und ihre Orte in Dreck und Armut versinken lassen, hat dieses kleine Musterdorf das geschafft, was ganz China offiziell anstrebt: eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Heute kann Tangtuo jedem Bürger monatlich 650 Kuai, umgerechnet 70 Euro Grundeinkommen, zahlen. Es ist das Wunder von Tangtuo. Fu Huan hat es persönlich erlebt. Sie ist hier geboren. Früher hatten wir nur Schrotmehl zu essen. Zum Anziehen gab es nur Geflicktes, keine feinen oder schönen Kleider. Seit den Reformen haben sich die Lebensbedingungen so sehr verbessert. Wenn wir jetzt etwas essen wollen, dann essen wir es auch. Ein Geheimnis von Tangtuo liegt darin, den erwirtschafteten Wohlstand von Anfang an fair geteilt zu haben. Schon in den 80ern wurde für alle Dorfbewohner eine Wohnsiedlung gebaut, die damals weit über den Standards lag. Erstens waren diese Häuser viel größer als unsere früheren. Zweitens gab es hier Badezimmer und Toiletten. Von da an konnten wir auch einen Gasherd benutzen. Vorher haben wir immer nur mit Kohle gekocht. Später dann, als Tangtuo wirklich reich geworden war, konnten die Dorfbewohner Villenbesitzer werden. Auch Frau Fu und ihr Mann haben sich eine Villa geleistet. Spezieller Dorfpreis 9.000 Euro. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in einem solch wunderschönen Haus leben würde. Noch nicht einmal davon geträumt habe ich. Der Parteichef, auch der alte Parteichef, der Bürgermeister im Dorf, man kann ihnen nichts vorwerfen. Sie würden nie Geld für sich benutzen. Sie alle denken immer nur an das Wohl der Dorfbewohner. Musik
Der gute Graf von Teng Tou ist eigentlich der Parteisekretär und heißt Fu Qiping. National und international dekoriert für sein vorbildliches Dorf lautet sein Motto: Wir brauchen Berge voller Bäume und Berge aus Gold. Was den nationalen Umweltschutz in China betrifft, so muss die Zentralregierung sich durchsetzen. Und die Denkweise aller Chinesen muss geändert werden. Ihr Umweltbewusstsein muss erhöht werden. In seinem Dorf funktioniert diese neue Form der Umerziehung mit einem denkbar einfachen Mittel. Umweltverschmutzende Industrien wurden einfach nicht nach Teng Tou reingelassen. In der dorfeigenen Textilfabrik fallen höchstens Stofffetzen an als Müll. Das Problem wird so einfach ausgelagert. Eine kleine Lösung, die natürlich nur für das kleine Teng Tou taugt und nicht für ganz China, die Werkbank der Welt. Immerhin taten die Behörden von Teng Tou das, was die meisten anderen Behörden in China nie tun. Sie sagten Nein zu potenziellen Investoren. Das hat unsere wirtschaftliche Entwicklung sicherlich ein bisschen verlangsamt. Aber inzwischen ist es ganz anders. Wir haben jetzt viele Firmen, die auch umweltfreundlich sind. Das bringt uns Geld und wir schützen gleichzeitig die Umwelt. Manche Investoren kommen sogar extra wegen unserer guten Umwelt. Und der Tourismus hat uns viel Geld eingebracht. Taubendompteur Liu beginnt seine Morgenvorstellung. Im führenden Ökodorf Chinas hat er eine klar pädagogische Aufgabe. Das Verhältnis von Mensch und Natur, egal ob es die Leute von hier sind oder sehr, sehr viele Leute aus der ganzen Welt, alle müssen sich Mühe geben, um dieses Verhältnis zu begreifen. Wie man natürlich lebt, in Harmonie mit der Natur, dass die Natur und das Klima, dass das alles irgendwie ökologisch zusammenhängt. An guten Tagen sind es mehr als 1000 Touristen, die durch Teng Tous kleinen Nachhaltigkeitspark wandern. Sie erleben das als aufregend anders. Chinesische Städter bilden sich normalerweise etwas darauf ein, der Landarbeit entkommen zu sein. Im Ökodorf Teng Tou aber ist es eine beliebte Attraktion, Trauben selbst pflücken zu dürfen. Ich finde es toll. Die Menschen hier sind glücklich mit ihrem friedlichen Leben. Die Atmosphäre und Umgebung ist sehr gut. Das Obst aus dieser Gegend ist berühmt, weil es so naturbelassen ist. Das wollten wir auch mal kosten. Wir haben es selbst gepflückt. Das ist ein schönes Gefühl. Irgendwie ist ja alles Bio, was wächst. Aber hier wird auch das in der EU verbotene Carbofuran großzügig eingesetzt. Der sorglose Umgang mit Pestiziden straft das berühmteste Ökodorf Chinas Lügen. Teng Tou mag in vielen Punkten besser sein als andere Orte in China, doch seine Felder behandelt es so wie der Rest Chinas, nämlich mit viel zu viel Chemie. In keinem Land der Welt wird die Erde mit so viel Dünger und Pestiziden malträtiert wie in China. Nur 15% von Chinas Gesamtfläche sind urbares Land und das muss 1,3 Milliarden Menschen ernähren. Keine Gnade für den Boden oder für die Menschen, die die Ware kaufen und essen müssen. Wenn ich einkaufe, frage ich mich immer sehr intensiv, ob ich erkennen kann, welches Gemüse mir schadet oder welches wirklich gesund ist. Ich rieche daran, ich schaue es genau an, aber ich kann es nicht erkennen. Geht es um Lebensmittelsicherheit, dann ist auch ein Umweltjournalist nur ein Konsument. Beim Einkauf auf dem Markt fürchtet Liu Jianqiang um die Gesundheit seiner Familie. Werden die mit Pestiziden behandelt? Heute wird doch alles mit Pestiziden behandelt. Ohne Pestizide geht es doch gar nicht. Ohne kann man nichts produzieren. Nichts von dem Zeug ist sicher. Entweder sind Pestizide drin oder eine Chemiefabrik auf dem Land lässt ihren Dreck darauf ab. Oder es wurde mit verschmutztem Wasser gegossen, in verseuchter Erde angebaut.
Alle hier produzierten Nahrungsmittel sind belastet. Das direkteste Zeichen unserer Umweltverschmutzung ist, dass das, was uns am meisten schadet, unsere Lebensmittel sind. Seit 50 Jahren verkauft Frau Dai Fisch. In dieser Zeit ist die Gegend um den Taisee zu einer der reichsten Chinas geworden. Doch für die Fischer wird das Leben immer schwieriger. Hier gibt es zu viele chemische Fabriken. Unsere Fische schmecken nicht mehr. Die schmecken nach Chemie. Im Sommer 2007 blubberte die Perle des Ostens grün vor sich hin. Chinas drittgrößter Trinkwassersee, groß wie das Saarland, hatte aufgegeben. Hunderte von Chemiefabriken an seinem Ufer waren stärker als er. 2 Millionen Menschen hatten plötzlich kein Trinkwasser mehr. Der Schock im Land und in der Politik war groß. Einer, den das alles gar nicht überraschte, war Wu Lihong. Die chinesische Regierung behauptet jetzt, dass sie viele Fabriken zugemacht hat. Aber ich weiß nur von dieser einen kleinen, die 1998 wegen meiner Proteste geschlossen wurde. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe das untersucht. Sie haben nur Fabriken zusammengelegt und produzieren einfach weiter. Als der See umkippte, war Wu Lihong schon im Gefängnis. Diese Schüssel ist aus Plastik. Ich habe da ein W reingeritzt, das war meine. Wenn das Essen fertig war, wurde die Schüssel auf den Boden gestellt. Und erst wenn die Aufpasser sagten, 1, 2, 3, dann durften wir mit dem Essen beginnen. Wir mussten innerhalb einer Minute fertig sein. Es war unmöglich, satt zu werden. Die Geschichte Wu Lihongs macht klar, warum der Umweltschutz in China meistens keine Chance hat. Wir wurden nie satt und es war eiskalt im Winter. Trotzdem mussten wir jeden Monat einen Brief schreiben, wie gut wir behandelt werden, dass wir satt werden, warm genug angezogen sind. Wer den nicht schrieb, den haben sie mit Pfefferspray besprüht und sie haben uns geschlagen. Leid, das Wu Lihong für seinen See ertragen hat. 13 Jahre lang warnte, protestierte und schimpfte er gegen die Verschmutzung des Taisee. Schrieb Artikel, organisierte offene Briefe und klagte an. Ein Mann unterstützt vom Volk und ausgezeichnet von höchster Stelle. Hier war ich in der großen Halle des Volkes. Das war 2005. Da war ich einer von 10 Bürgern, die für ihren Beitrag zum Umweltschutz ausgezeichnet wurden. Da bin ich. Und doch erging es ihm wie dem See, den er beschützen wollte. Beide wurden Opfer lokaler Behörden. Es gibt in China immer mehr Umweltaktivisten. Über sie wird viel berichtet und sie werden von der Regierung unterstützt. Es gibt aber auch Wu Lihong, der ins Gefängnis musste. Da fragt man sich, was eigentlich los ist in China. Warum werden manche Umweltaktivisten gelobt und andere bestraft? Sehr eigenartig. Aber wenn man den Fall Wu Lihongs anschaut, kann man sehen, dass er nicht eingesperrt wurde, weil die Zentralregierung ihn nicht mag, sondern weil seine Beschwerden über die Verschmutzung des Sees die lokale Regierung unter Druck gesetzt haben. Die Ruhe der Behörden dauerte nicht lang. Wu Lihong saß kaum im Gefängnis, da passierte der GAU am Taisee. Und plötzlich war viel Geld da für den Umweltschutz. Sieht aus wie eine ganz normale Kläranlage. Ist sie auch. Allein die Kläranlage Nummer 1 ist tatsächlich die erste in Wujin, gerade 10 Jahre jung. Vor ihr lief der Dreck der 40 Kilometer vom Taisee entfernten Industriestadt einfach in alle umgebenden Gewässer. Heute hat Wujin 1 Million Einwohner und 17 Kläranlagen. Die letzten großzügig subventioniert von der Zentralregierung. Wujin hatte Glück. Es passierten 2 Katastrophen. Erst kippte der Taisee, dann kam die Weltwirtschaftskrise und mit ihr ein gigantisches Konjunkturprogramm. Chinas Regierung machte 460 Milliarden Euro locker, vor allem für Infrastrukturprojekte. Gute 20 Millionen konnten Fang Yiping und das Wasserzentrum in Wujin abschöpfen. Die Regierung, auch die Zentralregierung,
hat der Algenpest am Taisee große Aufmerksamkeit geschenkt. Für unsere Branche war das eine sehr gute Chance. Die Zentralregierung hat den Bau neuer Kläranlagen subventioniert, sodass die Abwässer in der Nähe des Taisee jetzt zum größten Teil nicht mehr einfach direkt dort hineingeleitet werden. Heute werden in ganz China 60% der urbanen Abwässer gereinigt. In Wujin sollen es fast 90 sein. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der Organisation. Abwasseranlagen und Wasserwerke, alles wird von einem zentralen Schaltraum aus überwacht. Alle mit Wasser befassten Beamten des Bezirks sitzen gemeinsam in einem stolzen Wasserservicezentrum. Politischer Druck, Geld von der Zentrale, keine Streitereien um Zuständigkeiten mehr, Heldenarbeit auf Verwaltungsebene. Das ist eine Methode, Umweltschutz durchzusetzen. Meistens aber scheitert er an den politischen Strukturen. 40 Kilometer weiter am Taisee sieht die Welt nicht viel besser aus als vor 3 Jahren. 3 Jahre, die Wu Lihong im Gefängnis saß. Nun will der Wächter des Taisee erfahren, was geschehen ist in der Zeit, seit sein See umkippte. Und was alles nicht geschehen ist. Boote haben sie angeschafft, die Algen aus dem Wasser sammeln sollen. Aber es sind immer nur 20 rausgefahren. Nur wenn die Beamten kamen, dann sind alle Boote rausgefahren. Ich frage mich, wo das Geld für die anderen 80 Boote geblieben ist. Es wird immer schwieriger. Für unsere Generation wird es schon immer schwieriger, Fische zu fangen. Und die nächste Generation wird gar keine Fische mehr haben. Seit 3 Jahren versuchen die Behörden, die Schande zu beseitigen, den See sauber zu bekommen. Dutzende von Pumpstationen wurden am Ufer installiert. Männer aus den umliegenden Dörfern pumpen die Blaualgen aus dem See. Dafür bekommen sie 5 Euro am Tag, seit der großen Algenpest von 2007. Damals war das Zeug überall. Alles war voller Algen. Das hat unglaublich gestunken. Jetzt ist es schon viel weniger. Es hat unfassbar gestunken. Unfassbar. Sie haben schon was verändert. Aber Sie haben nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen. Warum ich das sage? Weil es eben nicht viel hilft, viel Geld zu investieren, wenn man die Verschmutzungsquellen nicht beseitigt, also die Fabriken schließt. Am einen Ufer machen Sie das Wasser sauber, am anderen wird es weiter verschmutzt. Deswegen geht das Resultat gegen null. Ein Zufluss des Taisee. Einen Kilometer weiter läuft dieses pechschwarze Wasser in den See. Vorher empört es die Dorfbewohner. Immer am Wochenende, wenn keiner guckt, machen die ihre Fabrikschleuse auf. Und dann sind hier alle Fische tot. Alle. Von hinten kommt ein Mann in weißem Polohemd. Die Gruppe löst sich auf. Der alte Mann raunt uns zu. Ihr haut mal besser schnell hier ab. Ein Stückchen landeinwärts steht sie, die Yinyan Chemiefabrik. Herr Zhang ist ihr Nachbar. Die Fabrik stinkt und vergiftet das Wasser vor seiner Haustür. Da lassen Sie das Zeug einfach unter Wasser ab. Das ist es, wogegen Wu Lihong gekämpft hat und weiter kämpfen will. Gegen die laxe Umsetzung der Gesetze, geschützt von mächtigen Lokalfürsten. Gegen korrupte Beamte, die beide Augen zudrücken, wenn der Fabrikchef ihnen Schweigen gebietet und bezahlt. Dagegen als Bürger einfach nicht gehört zu werden. Habt ihr eure Situation schon nach oben gemeldet? Natürlich. Aber sie haben den Brief angeblich nie bekommen. Das bringt doch alles nichts. Die Zentralregierung misst die Leistung von Beamten vor Ort am erzielten Wirtschaftswachstum, nicht an dem, was sie für den Umweltschutz tun. Häufig aber stehen Wachstum und Umweltschutz im Widerspruch. Um sich oben beliebt zu machen, entscheiden sich die Lokalbeamten daher meistens für das Wachstum und gegen den Umweltschutz.
Wie ernst Chinas Zentralregierung ihre eigene Umweltpolitik nimmt und ob sie mächtig genug ist, sie auf der lokalen Ebene durchzusetzen, das wird man in Zukunft auch daran messen können, wie es Wu Lihong ergehen wird. Demokratische Mitsprache gibt es in China nicht. Dafür hat die Regierung ihren Bürgern einen bescheidenen Wohlstand versprochen. Noch leben 200 Millionen Chinesen von weniger als einem Euro pro Tag. Zum Konsumieren bleibt da nicht viel. Und doch steht das Land schon jetzt vor dem Umweltkollaps. Die Mittelschicht wächst rapide und orientiert sich am westlichen Konsummodell. Täglich steigt der Energiebedarf. Immer mehr Kraftwerke geben immer mehr Treibhausgase ab. Der CO2-Ausstoß wird seinen Höhepunkt frühestens 2030 erreichen. Und mit dem Konsum wachsen die Müllberge in den Himmel. Für die Zukunft muss die Regierung ihr Entwicklungsmodell in Frage stellen. Was können wir nutzen, um China wirklich schöner und wohlhabender, das Leben lebenswerter zu machen? Wir denken, dass wir momentan sehr viel Wohlstand produzieren. Aber wenn man hierher kommt, sieht man, dass wir vor allem Müll produzieren. In China stößt das westliche Entwicklungsmodell an seine Grenzen. Neue Technologien können helfen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Wirkliche Nachhaltigkeit aber kann erst erreicht werden, wenn sich das Konsumverhalten ändert. Dazu macht China so wenig Anstalten wie der Rest der Welt.